Wir spielen Civ 6 auf Gottheit. Und das Erste, was wir machen ist, und ich hoffe, wir finden eine coole Belohnung jetzt hier in diesem Dorf. Wir gehen einmal rein und schauen, was wir in diesen alten Ruinen hier mit unserem Scout entdecken werden. Einmal rein. Das ist gut. Ein neuer Bevölkerungspunkt, den nehme ich immer mit. Das ist eine meiner Lieblingsbelohnungen, die man bekommt. Der landet immer in der nächstgelegenen Stadt. Ja, welche ist das denn? Das ist mutmaßlich Bullenbesser, denke ich mal. Weil eben war die Stadt noch bevölkerungsärmer als Butter waren die Fische. Schon jetzt arbeitet hier jemand und die Stadt ist so groß, dass wir kaum Plätze haben, wo die Bürger arbeiten können. Das finde ich sehr, sehr cool. So, Serenstadt ist verloren in Chingeti. Das ist mal mittlerweile ausgeglichen. An meiner Seite ist Matsumanix. Hallo Matze. Hallo zusammen und viele Grüße. Und an meiner Seite ist ebenfalls Sam. Hallo Sam. Sam 38. Ein Jahr voll gemacht. 12. Abo bei dir. Liebe Grüße. Danke Sam. Und danke für die nette Bemerkung über die entspannten Streams, die du hier hättest. Für mich übrigens auch entspannt. Wir machen einmal weiter. Hier geht's hin. Und wollten mit ihm scouten. Das nutzen wir sogar mal, um über Land zu scouten, finde ich. Das können wir uns leisten. Jetzt mache ich mal ein Experiment, Matsumanix. Alle unsere Einheiten können ja normalerweise als Vietnamesen einen Punkt extra ziehen, wenn sie auf Wald stehen. Jetzt will ich mal rauskriegen, ob das auch für die gilt, also ob der Stadt für große Persönlichkeiten, ob die gleich hier starten wird mit 5 Bewegungspunkten. Ja, wurde uns gerade schon angezeigt. Ist möglich. Danke an Blindzeit. Liebe Grüße an dich. Danke dir für dein erstes Abo hier. Liebe Grüße. Noch jemand, den wir zum Scouten einsetzen? Stimmt, er kam vom Westen übers Wasser und mit ihm wollten wir unten langziehen. Mittlerweile kann man durch Buenos Aires durchziehen. Einmal hier hin. Woanders weiter. Der Antwerk hat nur eine Aktion, der bleibt bitte hier und macht ein Nickerchen, es sei denn, wir bekämen unmittelbar hier vorne ein neues Bürgerfeld dazu. Das ist nicht der Fall. Wir haben einen Spion. Das ist jetzt übrigens der allererste. Eine kleine Premiere. Spionage, Matsumanix, ein von vielen Spielern kaum oder gar nicht genutztes Feature, das ich persönlich auch lange Zeit vernachlässigt habe. Und ich muss dir echt das Kompliment machen. Dessen Chancen und dessen Reiz hast du mir vermittelt. Ja, ich freue mich tatsächlich auch über die Spionagefunktion hier bei Civ. Ich muss aber sagen, es ist nicht selbsterklärend. Also ich finde das sehr umständlich gelöst mit der Gegenspionage, mit den Spionageneinsätzen, was es da an Chancen gibt. Also da muss man auch erstmal durchsteigen. So, wir haben ihn. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit ihm? Ich bin sehr dafür, dass wir ihn dorthin schicken, wo wir zum Beispiel nach Chingeti, wo wir feindliche Gesandte vertreiben können. Dann könnten wir Armani nämlich abziehen und in eine unserer anderen Städten wieder platzieren, wo sie Annehmlichkeiten und Wohnraum gibt. Andererseits wiederum ist es, finde ich, am effektivsten, ihn eigentlich in eine Stadt hinzuschicken, um Gesandte zu vertreiben von anderen Civs, wo schon viele Gesandte sind. Also ein sehr und in Chingeti sind, glaube ich, nicht so viele Gesandte, es sind nur 3. Denn je mehr fremde Gesandte da sind zum Vertreiben, desto mehr kann man auch wegschicken. Also eventuell wäre sowas wie Mietler zum Beispiel spannender, falls man zum Beispiel das Stadtwachstum hochtreiben will. Wir können ja mal einmal kurz alles checken. Ayutthaya hatten wir auch. Da hatten wir uns auch ein bisschen drin verguckt, da haben wir den Bonus noch nicht. Dann kommen die nächsten regulären Gesandte, relativ bald. Wir haben gut Tempo drauf. Wie viel könnten wir hier vertreiben? Hier könnten wir 3. Ja, das ist doof. Das ist so gleichmäßig verteilt. Das macht wenig Sinn. Wir können immer nur von einem Stadtstaat vertreiben. Hier in Anshan. Da sind auch sehr viele, bis uns hier durchgewurschtelt haben. Das dauert ewig und 3 Tage. In Chingeti dagegen müssen wir nur einen vertreiben. Ich finde Chingeti deshalb ganz cool. Da müssen wir nur einen verjagen. Du meinst du, wir würden nur einen oder 2 Gesandte verjagen können? Ich befürchte nur einen, ne?
Nee, wir verjagen immer drei, da hatte ich gedacht eigentlich. Jetzt erst also nach meiner Erinnerung hängt das davon ab, wie viele das sind. Mal sind es mehr und weniger. Du meinst immer drei? Also wovon das, ich habe auch schon mehr gesehen. Ich habe auch schon mal gesehen, dass mal sechs Gesandte vertrieben wurden. Wovon das konkret abhängt, bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem Zeitalterfortschritt zum Beispiel auch skaliert. Aber es wird uns auf jeden Fall in der Vorschau angezeigt, wie viele Gesandte wir dann dort auch entfernen würden. June Rayner meint auch, es seien immer drei. Also wir hatten schon Unterschied. Vielleicht hängt es auch mit der Bevölkerungsstufe der Einheit zusammen, des Spions. Hm. Aber man kann den dafür, ist egal, wir ziehen ihn mal rüber und dorthin. Und da könnten wir drei vertreiben. Das wäre super cool. Das wären genau die drei, die da sind. Dann wären wir da allein Herrscher, ein diplomatischer. Und ihn würde ich gerne hier oben hinschicken, damit auch dort eine Annehmlichkeit gegeben wird. Hier geht's hier rein. Das ist der Siedler, den wir alleine hier losschicken. Also ich trick's ein bisschen, ne? Weil wir schicken diesen Handwerker als Scout los. Der Handwerker hat nur eine Aktion. Wenn der drauf geht, dann bedanken wir uns bei seiner Witwe und seinen Waisenkindern für das Opfer vom Familienoberhaupt. Aber ansonsten weinen wir dem keine Tränen nach. Wir freuen uns eher über die Gelegenheit, unsere Volksnähe zu präsentieren, dadurch, dass wir diese Beileidstexte aufsetzen. Ich finde, dadurch kommt man auch volksnah rüber. Vielleicht bringt das sogar Annehmlichkeiten für uns, wenn der stirbt und wenn wir danach der Bevölkerung zeigen können, dass wir mit der Witwe und den Waisen gemeinsam trauern, Matsumanik. Hältst du das für möglich? Ich halte bei Ziff alles für möglich und könnten wir ja mal ausprobieren, lieber Daniel. Oh, hier kommt eine Karavelle. Zurück! Trau mich nicht, aber wir haben doch was. Hier ist eine Galeere. Wir haben doch eine Karavelle, die ist hier. Die schicken wir denen mal entgegen. Und wir helfen sogar noch mit fremden Galeeren ein Stückchen nach. Der große Admiral boostet Klassik und Mittelalter. Eine Karavelle ist Mittelalter oder Renaissance? Weißt du das auswendig? Nein, leider nicht. Das ist eine Renaissance-Einheit. Das heißt, die wird nicht mehr geboostet, aber die Galeeren, die würden hierdurch geboostet. Schicken wir die mal mit. Einmal hier hin. Und dann eine Runde weiter. An alles gedacht. Warum kann man die Karten wechseln? Hatten wir gerade eine Forschung? Nee, aber aus irgendeinem anderen Grund konnten wir wechseln. Weißt du noch warum? Oder hatten wir gerade was abgeschlossen? Nee. Warum kann man plötzlich wechseln? Ach so, wir hatten das Regierungsplatzgebäude fertiggestellt. Das Spionagegebäude. Deshalb war das. Deshalb könnten wir jetzt einmal wechseln. Das machen wir auch. Die fliegen raus. Die Frage ist nur, was packen wir dafür rein? Entschuldigt. Gibt es einen Stadtstaat, wo wir einen Gesandten hinschicken wollen, den ersten, der dann doppelt zieht, zählt? Nein. Für eine Runde können wir wieder wechseln. Welchen nehmen wir raus? Die beiden. Welchen nehmen wir rein? Wir können reinnehmen die große Ingenieurspunktekarte. Wir können eine Wissenschafts-, die Logistik wäre cool, aber nicht zwingend. Bei der Wirtschaft haben wir schon viele Industriegebiete. Nein, die haben wir noch gar nicht erforscht. Wir haben Wunder im Bau, aber ich glaube, Antike und Klassikwunder, das lohnt sich kaum. Limes meint, wird im Chat gesagt, wegen den Stadtmauern. Könnte man machen, aber dann müsste man wirklich auf den Bau der Stadtmauern jetzt umgehen. Die Ingenieurskarte gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist eine Allrounder-Geschichte. Mehr Wohnraum für Städte mit drei Spezialbezirken kommt zu früh. Kolonialbüros hilft uns kaum. Das hilft uns auch kaum. Heilige Städte hilft uns auch. Oh, entschuldigt, das war keine Absicht. Hilft uns auch kaum. Das hilft uns alles nicht. Und das ist alles Quark. Dann würde ich sogar tatsächlich reinnehmen. Haben wir oben eine Stadtmauer? Ja, dann kann der unter Umständen auf die Karavelle für eine Runde feuern. Und dann nehmen wir noch mit. Für eine Runde nehmen wir nochmal die Barbarenkarte mit, weil wir kämpfen jetzt ja vielleicht in einer Runde noch mit Schiffen gegen Feinde, gegen Barbaren. Das ist ja nur für eine Runde hier. Jetzt gucken wir mal, wie die Karavelle hier oben zieht.
ist eine Stadtmauer, ob wir die Karte für eine Runde nutzen können, für feuerfrei auf die Barbaren. Nee, kann man nicht. Zieht an uns vorbei. Neue Meinungen gelten immer als verdächtig und man widerspricht ihnen bloß, weil sie noch nicht gemeingültig sind. Rationalismus liest sich cool, bringt aber fast nichts. In der Regel. Und Liberalismus könnte so langsam spannend werden für mehr Annehmlichkeiten. Und das drückt den feindlichen Tourismus gegen uns runter. Das ist, weil wir ja den Kultursieger anstreben, eine schöne Geschichte. Das ist ein passiver Bonus, den haben wir jetzt automatisch. Und wir checken jetzt mal, ob wir die Liberalismuskarte brauchen. Wir gehen hier oben rein in Stadtstatus und stellen fest, wir sind alle glücklich. Ab wenn der Vorsprung Annehmlichkeiten da und Annehmlichkeiten notwendig von unter plus 3 geht, also nur noch plus 2, ist dann nur noch zufrieden. Wir sind bei plus 3 bis plus 4, haben allerdings auch Bevölkerungswachstum. Wäre im Moment nicht zwingend nötig, aber man könnte das machen, die Liberalismuskarte reinzunehmen. Macht aber nur Sinn, wenn wir relevant viele Städte haben mit mindestens 2 Spezialbezirken. Sonst macht das keinen Sinn. Das waren auch Spezialbezirke, ne? Keine Bezirke, macht's mal nichts. Ja, Spezialbezirke, genau. Also es gilt für Reislocht, da haben wir haufenweise welche. Die Stadt auch. Ja, das hilft viel. Schutzgebiet, ist ein Schutzgebiet ein Spezialdistrikt? Ja. Das gilt für mehrere Städte gleich. Oh ja, wir sind mittlerweile gut ausgekommen. Wir haben viele Bezirke mittlerweile. Cool, ich bin total begeistert. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie lange die nächste Forschung läuft. 5 Runden. Das kann man machen. Wir können den Liberalismus reinnehmen als Schutzpuffer, wenn wir noch mehr Bevölkerungswachstum haben. Kolonismus, dann Naturgeschichte und so weiter. Hier bekämen wir Gouverneurstitel. Die Karten wären cool. Wir brauchen sie im Augenblick nicht zwingend. Die Produktionskarte für die Wunder wäre schön, weil wir 3 Weltwunder im Bau haben. Das wäre schön, aber extra deswegen würde ich jetzt nicht über Bauwesen gehen. Ich würde den Kolonismus tatsächlich machen. Fischerboote geben auch mehr Produktion, das hilft uns immer. Ich würde darüber gehen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Hier eilt der Siedler rüber. Wir müssen schneller sein. Wir sind auch schneller da. Wir gründen dem vor der Nase weg. So, Kampfstärke gegen Barbaren wollen wir jetzt noch einmal nutzen. Hier ist ein Barbarenschiff. Kriegen wir das? Mal gucken. Hoppla. Das muss genau hier sein. Da war doch gerade ein Barbarenschiff. Das gibt's ja gar nicht. Da ist es. Die Galeere kann feuern. Ja, die greifen uns gleich an. Im Augenblick könnten wir das machen. Und wir müssten den Gegenangriff, würden wir eventuell überleben. Ich würde es aber nicht machen. Ziehen hier nochmal ein Feld vor. Dann noch ein Schiff irgendwo. Das ist hier unten. Das ist wahrscheinlich nicht benötigt, aber wir ziehen es mal hoch. Ja, im Augenblick können wir nichts machen. Die Galeere. Das wird zu riskant. Jetzt gehen wir wieder rein, hier in die Regierungskarten. Eine Wirtschaftskarte ist gerade weggeflogen. Welche hat sich aufgelöst? Weiß es noch? Matsumanix, welche ist jetzt obsolet geworden? Es ist, glaube ich, die Produktionskarte, die uns eine Produktion in allen Städten gebracht hat. Nehmen wir den Liberalismus rein. Ich glaube, die Kampfstärke gegen Barbaren wäre cool, aber ich weiß nicht, ob wir die 5 Runden lang brauchen. Die Stadtmauer hilft uns gerade gar nicht. Einheitenunterhalt reduzieren hilft uns Geld sparen. Logistik hilft uns auch. Eine große Ingenieurskarte hätten wir gerne. Ich würde tatsächlich um die Karavelle klein zu kriegen, mal die 5 Kampfstärke für 5 Runden drin lassen. Ist natürlich schade mit den großen Ingenieurspunkten.
Komm, wir nehmen die raus. Wir schaffen das auch so. Wir hoffen, es geht auch so. Schiffe verbessern, da bin ich zu geizig für. Ich will das Geld sammeln. Lieber Wildhawk, da bin ich zu geizig für. Ich denke, mit der einen Karavelle will ich versuchen, das durchzuziehen. Siehst du noch etwas, Matsumanix? Ich hatte mir kurz überlegt, ob wir demnächst nochmal wieder eine Runde Handwerker bauen werden, aber das hatten wir jetzt nicht geplant. Insofern bin ich genau dafür, was du eingestellt hast. Werden wir demnächst machen? Im Moment nicht, weil wir haben zu viele Weltwunder und so im Bau, aber halt demnächst schon. Wir lassen es mal so, wie es ist. Der macht hier ein Nickerchen. Aushalten bitte. Pause. Scouten. 5 Bewegungspunkte, sehr schön. Mal gucken, was wir wo finden hier. Den wollten wir auch scouten. Einmal hier runter. Eine Runde aussetzen. Nächste Runde vielleicht ins Wasser ziehen. Und eine Runde weiter. Pferde wieder voll. Das ist gut. Dem verkaufen wir Pferde. Das gefällt mir sehr. Sechs hat er eben angeboten, mal 30, 180, das sollte hinkommen. Und wo wir gerade dabei sind, vielleicht ist der Weltmarktpreis für Pferde gerade ganz schick. Versuchen wir das auch bei Teddy an. Ob er uns das auch plötzlich anbieten möchte. Ganz, ja, 7 sogar, ei. 20 mal 7, also um die 140 müsste er uns verkaufen. Er hat nur 121. Dann geben wir ihm auch ein bisschen weniger. Und so machen wir das. Und raus. Und eine Runde weiter. Ein Nickerchen hier. Und schauen, was die Barbaren machen. Sprich die Karavelle. Wohin zieht sie? Weg Richtung Osten, dann greift die Galeere an, schade. Was man schafft auszeichnen, es aber nicht. Verpacken und in Masse produzieren kann, ist weder wahr noch Kunst. So, Massenproduktion, jetzt können wir Schiffswerften bauen und in Küstenstädten, wo wir einen hohen Bonus haben für unseren Hafen, einen hohen Nachbarschaftsbonus haben, können wir dann auch für viel Produktion sorgen. Das ist die Grundidee der Schiffswerft. Und das Arsenal von Venedig würde ich dann bauen wir fast nie. Aber ist auf wasserlastigen Karten, in denen es viele Kriege gibt, auch eine coole Geschichte, weil man immer dann, wenn man ein Schiff baut, egal wo, nicht nur in dieser Stadt, nicht nur in Venedig, sondern auch woanders, da bekommt man immer ein Gratisschiff dazu und da ist das wirklich sehr toll. Jetzt haben wir zwar eine halbwegs wasserlastige Karte, aber wir sind mit allen gut befreundet, deshalb würde ich sagen, macht man nicht. Das einzige Argument, was dafür spricht, sind die beiden großen Persönlichkeitspunkte bei den Ingenieuren, immer deshalb extra ein Weltwunder bauen, nur aus dem Grund, das sehe ich nicht einmal zu nennen. Nein, also ich glaube, da sind wir dann schneller mit unseren Industriebezirken. Wenn wir die dann entsprechend ausbauen, dann bekommen wir auch die großen Persönlichkeitspunkte. Wissenschaftstheorie, Plantagen geben mehr Nahrung, Industrialisierung braucht noch einen Zwischenschritt, die Fabriken, und zwar das Ra-Segel. Ich würde weiterhin da gehen wir aus Ra-Segel, da haben wir die Möglichkeit, entweder zur Dampfmaschine, zur Industrialisierung weiterzugehen, weil das Heureka hier mit dem Musketier, das bekommen wir eh nicht. Und die 4 Runden sind schnell gemacht. Wir müssen mal schauen, ob wir das Heureka für die Werkstätten, die 2 Werkstätten und dann das Heureka für die Industrialisierung, ob wir das bekommen. Das wären 2 bis 3 Forschungsrunden, die wir sparen. Wir schauen mal, ob wir Werkstätten im Moment schon bereits haben oder ob wir die im Bau haben.
Aber das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Achso, ich habe das verwechselt. Die Industriegebiete können wir ja schon bauen, schon seit langem. Ich habe das verwechselt hier, das Symbol verwechselt. Die Kohlekraftwerke kommen jetzt und Fabriken, genau. Wir schauen mal, ob wir die haben. Eine Werkstatt woanders. Das ist bei uns. Eine haben wir. Nee, das sind die Nachbarn. Das sind die Chinesen. Die haben eine Werkstatt. Eine Werkstatt. Eine ist bei uns. Ist eine zweite irgendwo im Bau? Haben wir Industriegebiete bereits gebaut? Ich glaube, das haben wir ein bisschen verabsäumt, Matze Mannix. Ich glaube, in Reislord haben wir noch ein Industriegebiet fertiggestellt. Da steht im Augenblick eine verbotene Stadt. 12 Runden. Die könnten wir die Werkstatt vorschieben. Wir gucken mal, ob die verbotene Stadt woanders im Moment im Bau ist. Wenn nicht, könnten wir uns den Luxus leisten. Oh ja, dreimal. Einmal hier. Ja, das stimmt, das hatten wir aber geguckt. Es waren so zwei Kleinststädte, glaube ich, wo das lief. Schon wieder. BMBA 852. Liebe Grüße an dich. Schon wieder Abo verschenken. Danke an dich. Aber nicht übertreiben. Ich kann es nur wieder sagen. Nicht übertreiben, bitte. Sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber ich bedanke mich sehr bei dir. Ganz, ganz liebe Grüße. Abo verschenkt an Cephalis, an Borocryptics, Nirock, Bluefire und New Bungle 1896. Liebe Grüße an dich. Also eins hier. Klein, wenig Einwohner. Ist noch nicht weit gebaut. Das ist jetzt kein Problem. Das ist das eigene. Und das hier ist das dritte. Wind, das können wir machen. Können die Werkstatt dazwischen schieben. Das ist, finde ich, kein großes Risiko. Das kann man machen. Das gönnen wir uns. Schneefuchs. Amphitheater steht. Nächster Schritt ein Museum. Oder genau, ein Museum. Eher als die Uni. Wir haben eher ein Kulturproblem als ein Forschungsproblem. Es ist die Frage, erst Kunstmuseum oder erst archäologisches Museum. Was kommt bei uns zuerst? Dass wir über große Kunstwerke verfügen oder über Artefakte verfügen, die wir aus dem Boden ausbuddeln? Bei den großen Künstlern, deren Werke werden ja ausgestellt in Kunstmuseen, erzeugen wir im Augenblick plus 2 Punkte pro Runde. Sind weit davon entfernt, ein großes Kunstwerk zu bekommen. Das heißt, hier sind wir nicht im Druck. Die großen Artefakte werden freigeschaltet durch die Archäologen und die kann man bauen, wenn man ein archäologisches Museum hat. Und das könnte, wenn wir das durchziehen, früher der Fall sein. Vor allem, wenn wir das Museum bauen, sparen wir hier 5 Forschungsrunden. Ja, archäologisches Museum muss sein. Das ist vom Timing her sogar nahezu perfekt. Das ist in 12 Runden fertig. Dann hätten wir, ja, das wird perfekt passen. Dann würden wir einen Bonus hier bekommen für die Naturgeschichte. Das ist super gut. So, gibt es hier noch eine alte Ruine, die wir irgendwo zu finden haben? Die sind oft hier unten versteckt, ist mein Eindruck. Ich schaue mal, ob uns welche auf der Suchfunktion angezeigt werden. Nee. Dann würde ich gerne mit dem mal auf Verdacht hier unten alles abklappern und einfach mal den... die Eisschicht hier im Süden einmal Richtung Osten, einmal Westen fahren. Der Osten endet schon hier. Er kann auch hier ins Wasser. Wir laufen erstmal hier lang, solange wir Zugriffsrecht hier haben. Mhm. Mit ihm ziehen wir einmal links rum. Mal gucken, ob wir irgendwo noch so eine kleine Eisinsel haben. Hallo Ranger Area, schön, dass du hier bist. Liebe Grüße an dich und deine Leute. Hallo. Marcus Licinius Crassus, einmal wassern und einmal scouten. Hier ist der Angriff auf die Karavelle jetzt. Wir haben nicht mehr drin die Karte, die uns kampfstärker machte, plus 5 gegen die Barbaren. Die ist futsch. Stattdessen müssen wir jetzt so zurande kommen und das schaffen wir auch. Wir ziehen so viele Schiffe, wie es geht, neben die anderen. Machen wir nicht.
Wir ziehen die sogar weg. Wir machen das nur mit der Karavelle. Die Galeeren sind ohne die +5-Karte, das ist mir zu schwach. Wenn wir alle Galeeren daneben ziehen würden, mit allen einen Angriff hier durchführen würden, dann würde es vielleicht klappen. Ich glaube nicht. Wir haben eine Galeere hier zur Verfügung, die kann in den Kampf eingreifen. Hier eine zweite, die kommt nicht rechtzeitig hin. Wir haben hier Themistokles. Der kann die Galeere boosten und beschleunigen. Aber das reicht nicht aus für den Kampf. Ich ziehe die Galeere sogar weg. Die bleibt einmal hier stehen als Unterstützerin, um uns +2 Flankierungspardon, als Flankiererin, um uns +2 Flankierungsbonus zu geben. Aber danach ziehen wir die weg. Ich habe auch gerade nochmal geschaut, lieber Daniel, dieser große Admiral, der bringt unseren Einheiten tatsächlich gar nichts, weil er nur die Einheiten der Klassik und des Mittelalters boostet und wir haben nur die Einheiten der Renaissance und der Antike. Nein, die Galeere ist eine antike Einheit, das ist ja total krass. Hier ziehen wir einmal wieder raus. Das ist ja echt schräg. Mit denen ziehen wir allerdings hier rauf. Und entgegen, was sie doch noch brauchen. Und hier können wir jetzt siedeln, an dieser Stelle. Und machen das auch. Und schnappen der KI diesen schönen Platz vor der Nase weg. Und was holen wir uns als erstes hier? Salpetermine. Wir hatten, glaube ich, keine eine Salpetermine. Ne? Das wird die erste sein. Verzichten auf die Baumwolle. Können wir oder ihren Sägewerk darauf gesetzt. Das ist noch Produkt. Nee, das geht auch hier. Sägewerk wäre noch ein Punkt mehr. Ich ziehe einmal hier drauf. Und ihm geht's hier hin. Und Achtung! Harar. Hoffentlich missfällt das nicht. Dem Herrn Perlenmütze, dem Herrn Xing Xin Xi Huangdi, unserem chinesischen besten Freund. Er ist unser bester Freund, weil ja, er ist einfach der nächste Freund. Wir sind mit allen alliiert, er ist unser bester. Ich weiß, ich schimpfe immer über dessen Perlenmütze, aber. Ich weiß nicht. Je näher einem jemand ans Herz gewachsen ist, desto mehr hat man doch freundlichen Spott für ihn übrig. Einmal hier siedeln, komm. Ich habe auch schon einen coolen Namen für die Stadt. Fällt mir gerade spontan ein, mal zumannigst. Hast du einen Verdacht, wie die Stadt heißen könnte? Es könnte was mit einem Geburtstag zu tun haben, wenn ich mich nicht irre. Wer hat den Geburtstag heute? Unser Gummibärchen. Nein, Maevas Gummibärchen. Ganz liebe Grüße von uns allen. Happy Birthday für dich. Gummibärchen hat Geburtstag. Und ich hoffe, mit dem Umlaut bringe ich das Spiel nicht zum Absturz. Einmal Gummibärchen. Ich habe gerade gelesen, du würdest Gummibaum schreiben. Das wäre sehr gemein gewesen. Nein, Gummibärchen. Und es ist keine Anspielung auf Perlenmütze. Nicht, dass er das als Casus Belli nimmt, weil er denkt, wir würden ihn mit Gummibärchen verballhornen. Ich hoffe nicht. Einmal Gummibärchen. Kaufen. Wofür sammeln wir das Geld nochmal? Für irgendeinen guten Zweck. Ach so, für die große Persönlichkeit hier. Für den Ingenieur. Den kaufen wir nächste Runde ein oder übernächste. Der bringt uns sofort mit den Werkstätten ein bisschen mehr Kultur. Den kaufen wir nächste Runde schon. Oder wir kaufen erstmal hier einmal ein Monument ein. Und jetzt bauen wir hier eine Stadtmauer oder einen Distrikt. Die Stadtmauer braucht immer lange. Distrikte hatten wir noch gar keine eingezeichnet hier. Wir wollten hier vorne in dieser Raute, da wollten wir einen Nationalpark bauen. Da gibt es viel Attraktivität. Das hier ist die Attraktivitätsübersicht. Es gibt viel Tourismus nachher. Das heißt, da können wir dann keine Modernisierung, keine Bezirke drauf bauen, weil sonst gibt es ja keinen. Hier oben unter hier bekämen wir etwas Wissenschaft dazu durch das Bergfeld. Hier müsste man die Bonusressource kaputt machen. Das wollen wir nicht, habe ich gerade begründet. Das Sägewerk können wir temporär machen. Den Nationalpark können wir nachher immer noch bauen. Und Hafen könnte ich mir vorstellen. Das bringt zwar hier relativ wenig, doch es gibt +3. Das ist okay. Es gibt keinen großen Händlerpunkt. Es gibt nur einen großen Admiralspunkt dafür. Dann wäre Handelszentrum eigentlich cooler, aber wir haben keinen Platz, der uns irgendeinen Nachbarschaftsbonus gibt.
Können auch Theaterplätze und so Sachen. Aber für ein Industriegebiet irgendwas Relevantes? Ja, ich sehe einen Platz für ein Industriegebiet. Siehst du das auch, Matsumanix? Möglicherweise zwischen den beiden Salpeter-Vorkommen. Mhm. Noch nicht, da fehlt nur ein Zwischenschritt, ne? Oder zwei Zwischenschritte fehlen da. Ja, also erst einmal müssen wir natürlich das Geländefeld besitzen. Und dann sollten wir auch die Minen da drauf bauen, weil dann haben wir nochmal einen höheren Nachbarschaftsbonus. Ja, und wir brauchen natürlich auch einen Wald da drauf. Wir Vietnamesen brauchen den Wald. Ach, ja, wie konnte ich das vergessen? Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht vorführen, ich wollte dir einen Ball zuwerfen. Das ist mir missglückt. Das nächste Mal ziele ich besser, Matze. Muss dir nicht peinlich sein. Ja, dann machen wir Doppelpass. Ja. Also hier wird ein Wald nachher hingestellt und dann haben wir jeweils fürs Industriegebiet, ich glaube, plus zwei, ne? Plus eins für ein strategisches Vorkommen. Und dann für die beiden Minen gemeinsam nochmal eins, das heißt drei in Summe. Drei ist der Nachbarschaftsbonus hier. Mhm. Da kann man mitarbeiten. Das wäre sechs Geländefelder aus maximal entfernt von Salz der Erde. Salz der Erde hätte auch noch Nutzen davon. Das ist cool, das gefällt mir, Matze. Ja, das kann man so machen. Im Chat wird gesagt, man könnte hier Hafen und Handelszentrum nebeneinander bauen. Kann man machen. Das mache ich persönlich total selten, Blechwalze. Ich weiß, du kennst dich gut mit dem Spiel aus. Ich erkläre es den anderen, weil, also ein Teil der anderen, weil die liefern, die Hauptfunktion von beiden ist ja die, dass sie eine Handelsroute freischalten, eine weitere, mit dem ersten Gebäude, das draufsteht. Also Leuchtturm beim Hafen und Markt am Handelsbezirk und die baut man ja alternativ. Also man kann die beiden in einer Stadt bauen, aber schon eines der beiden schaltet diese Handelsroute frei. Deshalb bauen die meisten Zimmer sehr ungern beide Gebäude in einer Stadt. Weil es fühlt sich immer so an, als ob man seine Ressourcen verschwendet hätte. Hafen kann man machen, gibt plus drei. Handelsdistrikt kann man danach auch noch machen. Könnte man dann zum Beispiel dann hier hinsetzen, ne? Das ist das, was du eben meintest. Nee, du meintest das hier auf die Baumwollressource? Nein. Wo wolltest du das Hafenzentrum hinsetzen? Das Handelszentrum hinsetzen? Was meinst du, was er meinte? Also ich hätte das auch so interpretiert, dass man da Handelszentrum und Hafen nebeneinander baut, dann ja. Wahrscheinlich nicht auf die Baumwollressource, sondern darunter. Unter der aber dann gibt es ja weniger Boni, ne? Dann gibt es ja auch nicht den also das lohnt sich dann schon deutlich weniger. Wir können es mal als Pin kurz zeigen. Das ist ja, finde ich, ganz praktisch, um die Vorschau sich anzeigen zu lassen. Dann gibt es, normalerweise gibt es ja, wenn man neben dem Fluss steht, gibt es besonders viel und neben dem Hafen. Also neben dem Hafen gibt plus zwei Gold. Der kleine Nachbarschaftsbonus von Hafen und Stadt fällt dann weg. Das ist ja nur einmal plus zwei, das ist mir zu wenig, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen dürftig. Was meinst du? Oder sollen wir die Stadtmauer anbauen? Hafen? Ich finde, wir setzen auf Hafen. Komm, dann entsteht ja wenigstens irgendwas. Und ja, ich bin tatsächlich auch für Hafen, weil wir auch so viel Gold auch produzieren, dass wir jetzt auf zusätzliches Gold vom Handelszentrum nicht angewiesen sind. Auch nicht unbedingt auf die großen Persönlichkeitspunkte, weil wir ja so viele Industrien haben, die uns ja auch die großen Persönlichkeitspunkte bringen. Und der Hafen mit dem Wohnraum, der da noch verbunden ist, das finde ich tatsächlich ein Tickling cooler. Ich korrigiere mich. Weißt du, wofür ich bin? Ich bin dafür, dass wir das Geländefeld kaufen, den Handwerker rüberschicken, Wald dort pflanzen und sofort mit dem Industriegebiet beginnen. Deshalb ist bis dahin schon mal einen Kornspeicher anbauen. Oder deshalb eine Stadtmauer anbauen, die kann man nicht kaufen. Und den Kornspeicher nachher kaufen für den fehlenden Wohnraum. Können wir auch so machen, ja. Ja. Du hast Bock auf Industrie. Ja, jetzt schon. Weil wir haben relativ wenig Industriegebiete. Und es boostet ja auch die Stadt darunter. So würde ich es machen. Ja, dann haben wir das doch jetzt ausklambüstert. Hör mal, da gibt es ein Treffen des Weltkongresses. Soll man nachgucken, worum es geht? Oh ja, da bin ich sehr gespannt, wer da wem schon wieder eine Stadt gemobst haben könnte, möglicherweise. Na, hoffentlich gibt es keinen Ärger. Das wird eine Abstimmung sein, die an uns vorbeigeht, glaube ich. Weil wir mit allen alliiert sind. Ach komm, wir gehen einmal gucken, worum geht's? Jetzt bin ich neugierig. Ach, das sieht man gleich. Wahrscheinlich irgendwelche anderen von diesen Leuten, die so tun, als wären sie keine Barbaren, haben sich gegenseitig den Schädel eingeschlagen. Wir müssen aushelfen. Wir mischen uns da nicht ein. Wir sind die Schweiz, Matsumanix. Du und ich sind die Schweiz. Ja, genau. Ja,